Schon verstehen. Also das gerne hätte, deshalb werden wir ihn kurz vom Arztplatz entfernen. Geh hier drauf. So, dann geht es ihm natürlich auch noch besser und er arbeitet schneller. Deshalb. Das ist schon mal gut. Er ist untätig. Machen wir das. Forschung. Vertriebsleiter. Bestätigen. Mitarbeiter anwerben. Vertriebsleiter. Was machst du? Ja, das geht so. Du geh mal nach Hause. Du kannst auch nach Hause gehen. Ich krieg doch neue Tische. So. So. Erst wenn er wiederkommt, habt ihr neue Tische. Was natürlich auch gut ist. So, hier habe ich freie Arbeitsplätze. Die habe ich einfach mal so geschaffen. So, Vertriebsleiter. Stopp, bevor alle weg sind. Wartet noch einen Vertrag. Sucht doch noch ein Lied. Lied? Lied, okay. Stimmt wirklich, Lied. Lied. Um das aber weiter zu forschen, brauche ich natürlich dann Amazon. 90, okay, 90 war das. Was wir hier auf jeden Fall brauchen. Okay, wie schauen wir hier aus? Oh, das wird schon kritischer. Dreimal Betriebssystem brauchen wir noch. Okay. Und dann brauchen wir virtuelle Hardware. Das wird echt knapp. Kann man sie schon verbessern? Ja. Perfekt. Brauchen wir wieder einen Frontend-Motor, aber das wird eh gerade gemacht. Nein, das macht gar keiner. Schauen das überhaupt aus? Hm. Müssen wir kurz die Entwicklung ein bisschen umstellen, damit ich hier was wieder machen kann. Heißt, Eingabenmodule, Frontend-Modul, Backend-Modul. Frontend-Modul brauche ich, Backend-Modul und Eingabemodule. Backend-Modul. Frontend-Modul, aber da war die Schnittstellen, deshalb. Da mach du. Irgendwas stand da. Nein, du hast dein Bankkonto überzogen. Du musst Darlehenaufnahmen der Firma weiterführen zu lassen. Oh. Ja, nimm ein Darlehen auf. Du machst kein Speichermodul, sondern mach du das bitte, danke. Ah, wir haben viele. Was haben wir davon?
46, das ist ja viel. Wer macht denn diese 93 da? Du, oder? Ja. Bleibt zu Hause 3 Tage. Dann mach Schulung. Bleibt zu Hause 3 Tage. Schulung. Bleibt zu Hause 3 Tage. Schulung. Untätig. Einmal E-Mails. Ah, wir können das schon forschen. Habe ich nicht gesehen, dass das schon geht. Erst. Textanzeigen. Ah, wir haben keine Features mehr frei, nicht? Kein Vertrag, stellen Vertriebsamen um Zeitfenster. Die ausgestunden sind in Konflikt mit einem anderen vorhandenen Zeitfenster. Facebook! Website Bugview, Textanzeigen, Zeitfenster 1, Zeitfenster 2. Du garantierst mehr Aufrufe, als das Zeitfenster gestern erreichen konnte. Ein nicht erreichtes Ziel führt zu einer Strafe. Okay, da brauchen wir ein komplettes Zeitfenster dafür. Löschen, löschen. Dann hat das schon einen Sinn, glaube ich, gehabt. Warum? Die wollen 200, 200. Vertragsdauer, der einzelne Tage, die du warten musst, um deine Vertragsstrafe zu vermeiden. Ja, machen wir mal 3 Tage. Facebook bietet 3,19. Ich will aber 3,39. 3,30. Angebot annehmen. Da du handel mindestens ein Deal für den Werbefläche aus, plus 60. Achso, das habe ich jetzt gekriegt. Beginnt morgen 3 Tage. Hoch, Gott, überfordere mich jetzt nicht. Noch ein gut ausgefüllter Meilenstein. Nun müssen wir unsere Bemühungen im Marketingbereich ausbauen. Stellen wir einen Vermarkter ein. Als nächstes solltest du eine Textanzeigenkampagne erstellen. Schön, Vermarkter habe ich nicht schon hier vermarktet. Das ist, oder was ist das? Vertriebsleiter, oh. Vermarkter ein. Als nächstes solltest du eine Textanzeigenkampagne erstellen. Wir haben außerdem einen Blick auf das Einblick-Feature. Wenn eine Kampagne 10% der jeweiligen Zielgruppe erreicht hat, wirst du noch mehr Einblick erhalten. Das ist ein Blick wert. Okay. Du guckst. Ja. Gut, jetzt haben wir mal wieder wenig. Oh Gott, das ist ja, der stürzt wirklich gleich ab. Der haltet das echt nicht mehr lange aus. Ich füge nur das hinzu. Sobald ich das habe, dann brauchen aber 5. Der macht 1, 2, 3, 4, 5. Mach hinne! Und das kann man vorher nicht das andere dann verbessern. Das geht nicht. Und mehr Nutzer ist nicht gut. Momentan ist das echt schlecht, mehr Nutzer. Deshalb. Schauen wir mal, forschen. Was will ein Vertriebsleiter? Neue User von der Website generieren.
Ha! Was ist Hosting aufrufen? Basisserver seid ideal für kleine Webseiten. Keine Ahnung, was das ist. Ich werde das mal kaufen. Vielleicht entlastet das ja trotzdem. Ein Server. Weil der braucht noch. Der Server. Haltet es ja noch kurz aus. Aha. Fix bis Letztest oder so. Okay. Ist echt blöd. Ich kann nämlich nur, kann nämlich das Spiel nur im Bildschirmmodus auf drehen und da sieht man alles, was ich mache. Also auch wenn ich lauter Leiste drehe und so, aber ja, wurscht. So. Gucken wir mal noch. Wie geht's den Mitarbeitern eigentlich? Zu Hause sind alle zu Hause. Such nach neuen Deals. Die sucht nach neuen Deals. Sind noch immer im Minus. Deshalb sollten wir da wirklich einiges erhöhen, aber die Frage ist, was müsste man dazu machen? Moment, 400. Mittlerer Arbeitsplatz. Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Die sind noch relativ gut. Die haben eine Schulung. So, okay, ist schon 100%. Was? Moment, wo ist er hin? War es da nicht? Nicht. Ach. So. Können wir machen. Heißt, jetzt gehen wir von 1000 auf 2600. Dafür ist er wieder stabil. Mach du mal voll. Mach mal einfach mal das. Wohl. Mach mal Schulung. So. Dann. Jetzt wollen wir das endlich machen können. Also wollen wir jetzt endlich was haben. Würde ich das verbessern. Verbessern. Dafür ist das gut. Also es läuft hier schon. Stufe 9, Stufe 7. Wenn ich es auf 10 mache, dann ist es höchste, oder? Ja, was man machen kann. Und ein bisschen die Effizienz verbessern dadurch. Genau. Perfekt, was sagt die Tante? Ich habe vergessen, die Wissenschaftler einzustellen.